So, dann lese ich jetzt ein weiteres Kapitel aus, die Optimierer. Wir haben Samson Freitag ja schon einmal begleitet, wie er bei einer Kundin war, bei Martina Fischer. Jetzt sind wir dabei, wie er seine Eltern besucht. Samson machte sich auf den Weg zu seinen Eltern, die außerhalb von München in einem ehemaligen Naturschutzgebiet wohnten. Die Idylle erinnerte an kleine »Unser Dorf soll schöner werden« Ortschaften des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Frisch renovierte Fachwerkhäuser, Holzbalkone und Geranien in selbstbemalten Blumenkästen. Aber es gab keine Bauernhöfe und erst recht keine Kühe, die auf der Weide standen. Große Agrarkonzerne bewirtschafteten die Äcker in teilökologischer Fruchtfolge. Alles wurde für den direkten Verzehr weiterverarbeitet, nichts für die Energieerzeugung, die Milchwirtschaft oder die Tiermast verwendet. So war die Bundesrepublik Europa unabhängig von Lebensmittelimporten. Als Samson vor dem Haus seiner Eltern hielt, wurde er bereits erwartet. Anna Freitag war eine vorsichtige Frau. Sie traute der neuen Technik nicht, den allgegenwärtigen elektronischen Geräten, der vollständigen Vernetzung des Alltags, den Kontaktlinsen, die alles zum Wohle der Gesellschaft aufzeichneten. Sie war sich sicher, dass diese Art der Überwachung nicht zur Förderung, sondern zur Unterdrückung der Bevölkerung genutzt wurde. Deshalb duldete sie auch keine Kommunikationslinsen in ihrem Haus. Da ihre Besucher die Linsen aber so selbstverständlich trugen wie ihre Unterwäsche, vergaßen sie meist, sie vor dem Besuch herauszunehmen. Doch Anna Freitag hatte ihre eigene Art, damit umzugehen. Als erstes führte sie Samson in ihr kleines Arbeitszimmer im ersten Stock, wo Kontaktlinse und Hörknopf in dem dafür vorgesehenen Etui verstaut wurden, das wiederum in der Schublade des Schreibtisches unter ein paar Küchenhandtüchern verschwand. Erst als auch die Bürotür abgeschlossen war, atmete sie erleichtert auf und umarmte ihren Sohn zur Begrüßung. Danach gingen beide nach draußen auf die Terrasse. Samson ließ sich in einen Liegestuhl gleiten und seufzte vor Behaglichkeit. Schon seit Wochen war das Wetter heiß und staubig. Der Klimawandel hatte den September in Europa zum Wüstenmonat werden lassen, aber auf der schattigen Terrasse ließ es sich aushalten. »Möchtest du einen Wein?«, fragte Samsons Mutter. »Nein, danke, ich muss nachher noch fahren.« »Aber das ist doch erst in ein paar Stunden, so ein kleines Schlückchen geht doch...« »Nein, danke«, sagte er mit Bestimmtheit. Anna Freitag verschwand im Haus und kam kurz darauf mit zwei Weingläsern zurück. Eines davon drückte sie Samson in die Hand, bevor sie sich ihm gegenüber in einen gepolsterten Korbsessel setzte. »Und? Was gibt's sonst Neues bei der Lebensberatung? Schon wieder irgendwelche Staatsmänner entdeckt?«, fragte sie und nippte an ihrem Glas. »Nein, und darüber bin ich auch sehr froh. Dieser Erçan Böser geht mir ordentlich auf die Nerven.« »Ja, ich finde ihn und seine Partei sowieso sehr merkwürdig. Ich traue denen nicht. Sie propagieren ein Grundrecht auf Bildung und wollen trotzdem immer mehr Jobs mit Robotern besetzen. Was machen denn dann die ganzen gut ausgebildeten Leute, die nichts mehr zu tun haben? Und dann wollen sie Fleischkonsum noch härter bestrafen. Stell dir das vor, die kriminalisieren grundlos ganze Bevölkerungsschichten.« »So ein Unsinn. Fleischkonsum ist ein großes Übel. Die Energie und das Wasser, die aufgewendet werden müssen, um 1 Kilo Fleisch zu produzieren.« »Ja, ja, ich weiß«, unterbrach sie ihn. »Und das ganze Land, das für die Futtermittel verbraucht wird.« »Ja.« »Und die Umweltverschmutzung.« »Samson, das weiß ich alles.« »Und trotzdem, es gibt nicht nur die Zwangsvegetarisierung und die Massentierhaltung. Es gäbe auch einen gesunden Mittelweg.« »Aber das darf man heutzutage nicht mehr sagen. Heutzutage ist alles alternativlos. Es gibt nur noch ein richtig. Alles andere ist falsch.« »Jetzt übertreib nicht. Wenn es dir nicht passt, dann schreib einen Korrekturvermerk an die Agentur für Agraralternativen. Apropos, Wasserwanzenburger schmecken gar nicht schlecht.« »Hör mir auf mit diesem schrecklichen Zeug. Als ich so alt war wie du, gab es Fernsehshows, in denen die Leute viel Geld dafür bekommen haben, wenn sie sowas Widerwärtiges gegessen haben. Und heute soll ich dafür noch zahlen? Nein, danke. Und einen Korrekturvermerk werde ich ganz sicher nicht schreiben. Dann stehen die ja gleich vor meiner Tür.« »Mama, es ist noch nie jemand für einen Korrekturvermerk verhaftet worden.« »Ich habe ja auch noch keinen geschrieben.« »Das wird sowieso nicht mehr lange gut gehen, Samson. Die Menschen lassen sich nicht ewig für dumm verkaufen.« »Das sagst du jedes Mal. Es wird ja auch immer schlimmer. Jetzt ketten sich schon die Italiener an den Zaun. Die Welt da draußen wird unser kleines Gesellschaftsexperiment nicht mehr lange hinnehmen. Die wollen auch was vom Kuchen abhaben. Die wollen unsere Technologie, unseren Wohlstand. Sollen sie nur kommen. Dann kehren wir endlich wieder zu normalen Verhältnissen zurück. Ich freue mich schon drauf.«
Sie trank einen großen Schluck Wein und lächelte grimmig. Samson atmete einmal tief durch, bevor er antwortete. Mama, unser System ist das Beste, was die Menschheit je hervorgebracht hat. Wir sind privilegiert, die absolute Spitze der humanistischen Entwicklung miterleben zu dürfen. Endlich ist der Staat für die Menschen da und nicht umgekehrt. Endlich zählt das Wohl jedes Einzelnen mehr als der Profit von Unternehmen oder das Wachstum einer abstrakten Wirtschaftskennzahl. Wie sollte es da jemals etwas Besseres geben als unsere Optimalwohlgesellschaft? Bringen Sie euch das in der Agentur bei oder bist du von allein auf diesen Schwachsinn gekommen? Mama, wenn wir diskutieren, musst du sachlich bleiben und darfst mich nicht beleidigen. Wieso beleidigen? Das ist Fakt. Was du sagst, ist Schwachsinn. Gut, dann lassen wir das Thema. Aber wenn du Fakten willst, dann recherchiere im Internet den aktuellen und unübertroffenen Optimalwohlindex der Bundesrepublik Europa und dann erklär mir, warum das alles Schwachsinn sein soll. Im Internet findest du alle Fakten. Im ersten Internet hätte das vielleicht noch geklappt. Das jetzige Internet ist ja nur noch ein Witz. Mama! Samson ballte die Fäuste. Hör auf, immer alles schlecht zu machen. Das heutige Internet ist im Vergleich zum ersten wahnsinnig schnell und effizient. Ja, weil du nur noch ein Bruchteil dessen siehst, was wirklich da ist. Deine Linse und dein Bürgerprofil lassen doch nur noch die Informationen zu, die zu dir passen. Alles andere wird dir gar nicht mehr angezeigt. Das ist Zensur. Ja und? Ich muss auch nicht über nordkoreanische Reispreise oder bolivianische Busabfahrzeiten informiert werden. Aber früher konnte man das. Ich weiß. Und was hat es euch gebracht? Freiheit. Ach. Sie schwiegen. Samson suchte nach einem neuen Thema, eins, über das sie sich nicht streiten würden. Doch ihm fiel beim besten Willen nichts ein. Seine Mutter hatte noch die Zeit vor der Revolution erlebt. Sie war Journalistin gewesen. Sein Vater, Jan Freitag, Lehrer für Mathematik und Geschichte. Nach der Gründung der BEU und der Einführung der Lebensberatung waren beide aus mangelnder Loyalität zum Staat als untauglich für ihren Beruf eingestuft und in die Kontemplation geschickt worden. Sie konnten nicht zugeben, Teil einer perversen, globitalistischen Gesellschaft gewesen zu sein, die sich auf Kosten der Dritten Welt bereichert hatte. »Hast du schon gehört?«, fragte Samson schließlich. »Kowalski will das Gesetz zur Generalanalyse überarbeiten lassen. Das müsste dir doch gefallen, oder?« Ach was, das ist nur Wahlkampfgeschnatter. Den Blockwart werden die nie abschalten. Die Regierung profitiert so stark von der Komplettüberwachung ihrer Bürger, es hätte überhaupt keinen Sinn, das rückgängig zu machen. Den meisten Menschen ist es sowieso egal. Oder sie finden es auch noch gut, so wie du. Naja, in deinem Fall hilft es dir bei der Arbeit. Aber schimpf mich ruhig ein Privatmann. Aber ich halte sehr viel von meiner Privatsphäre. Ich will nicht, dass jeder immer und überall sehen kann, wo ich gerade bin und was ich gerade tue. Denn ja, ich habe eine ganze Menge zu verbergen. Wer von sich das Gegenteil behauptet, ist entweder ein Idiot oder ein Lügner. Ach, Mama. Die Generalanalyse der Volksbewegungen dient nur unserer Sicherheit und wird für die Optimierung der Gesellschaft genutzt. Dass die Medien das Programm Blockwart genannt haben, finde ich ungerecht. Schau mal, durch die GPS-Verfolgung können der Verkehr und die Kommunalautos effizient gesteuert werden. Durch die Analyse des Konsumverhaltens kann das bedingungslose Grundeinkommen berechnet werden. Durch die Beobachtung des Freizeitverhaltens können neue Angebote und auch neue Arbeitsplätze... Wo gehst du hin? Ich hole mir noch ein Wein. So viel Propagandageschwafel ertrage ich nicht nüchtern. Samson seufzte. Er wusste, dass seine Mutter ihn bedingungslos liebte, aber sie respektierte ihn einfach nicht als gleichberechtigten, erwachsenen Gesprächspartner. Für sie war er immer noch der kleine Junge, der es schon auch irgendwann lernen würde. »Das Essen ist gleich fertig. Dein Vater sitzt schon seit Stunden vor dem Ofen und schaut dem Braten zu«, sagte Anna Freitag, als sie zurückkam. »Mhm«, machte Samson. Wieder saßen sie eine Weile schweigend da. Schließlich beugte sich seine Mutter vor und sagte in sanftem Tonfall, »Samson, es tut mir leid, wenn ich gerade etwas zu heftig reagiert habe. Aber du weißt, ich kann das Gerede über Politik nicht ertragen.« Gibt es nicht etwas anderes, von dem du mir erzählen kannst? Wie läuft's denn in der Arbeit? Wann kommt denn endlich die Beförderung, von der du gesprochen hast? Ja, ich brauche noch 4 abgeschlossene Beratungen und 20 Sozialpunkte. Dann werde ich zum Oberkonsultationsrat befördert. Och, das klingt doch toll. Naja, es ist eigentlich dasselbe wie vorher. Aber ich erhalte ein bisschen mehr Lohn und ein bisschen mehr Freizeit.
Und ich bekomme eine Hochstufung für meine Krankenversicherung. Das wäre auch was für euch. Hast du schon von dem Tarif 85 gute Jahre gehört? Nein, aber ich bin skeptisch. Allein schon der Name gefällt mir nicht. Was ist das? Das ist ein neuer Tarif, der alles, also wirklich alles abdeckt. Du bekommst bis zum 85. Lebensjahr eine ausgezeichnete Versorgung. Alles inklusive, keine Zuzahlung, nur Spitzenärzte, die besten Organe sowieso. Alles, was man sich nur wünschen kann. Und das Beste, es kostet fast ein Drittel weniger als der Standardtarif. Ist das nicht toll? Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Alle Leistungen gelten bis zum 85. Lebensjahr. Und danach scheidet man aus der Gesellschaft aus. Was soll das heißen? Du musst es so sehen. Man kauft sich heute ein Stück Lebensqualität, die später nicht mehr gebraucht wird. Wieso nicht gebraucht? Was passiert denn, wenn ich 85 bin? Dieser Tarif. Also das ist nicht nur ein normaler Vertrag, das ist eine Verpflichtung an die Gesellschaft. Dafür erhält man bei Vertragsabschluss eine Packung Tabletten. Für den Fall, dass man das Höchstalter tatsächlich erreichen sollte. Tabletten? Zyankali? Im Ernst? Es ist kein Zyankali. Es ist was ganz Schmerzloses, Unkompliziertes. Es nennt sich Etadormol. Anna Freitag schlug die Hände vors Gesicht. Durch ihre Finger hindurch sah sie Samson an. Und das hast du unterschrieben? Nein, noch nicht. Also wie gesagt, der Tarif steht mir erst ab der Beförderung zu. Aber ihr seid schon alt genug. Ihr könntet jetzt schon... Was bildest du dir eigentlich ein? Sie war aufgesprungen und hielt ihm den ausgestreckten Zeigefinger wie eine Waffe entgegen. Dass du diesen ganzen Zirkus hier mitmachst, ist schon schlimm genug. Aber dass du uns, deine Eltern, auch noch davon überzeugen willst, dass wir uns mit 85 das Leben nehmen, damit wir keine Belastung mehr für diese ach so optimale Gesellschaft sind, das fasse ich einfach nicht. Vielleicht sollten wir gleich so eine Packung nehmen. Denn so wie ich das sehe, sind wir schon jetzt keine optimalen Bürger. Wir sind Schmarotzer. Warum uns nicht gleich beiseite schaffen? Essen, schallte es aus der Küche. Erleichtert über diese Unterbrechung folgte Samson seiner Mutter ins Haus. Jan Freitag kam aus der Küche mit einer Grillschürze und dazu passenden Ofenhandschuhen. Er trug eine große Reine, in der sich ein gigantischer Gänsebraten befand. Schnaufend stellte er die Reine auf einen selbstgehäkelten Untersetzer auf dem Esszimmertisch, drehte sich zu Samson um und grinste ihn mit rotverschwitztem Gesicht an. »Na, was sagst du? Das ist doch mal ein Sonntagsbraten, oder?« Samson stand da wie gelähmt und starrte auf den Boden. Die goldbraune Soße simmerte noch leicht und ließ zischend kleine Fettbläschen zwischen Knoblauchzehen und Karottenstückchen zerplatzen. Der Duft des Gänsefleischs war atemberaubend. Sein ganzer Körper strebte zu diesem Braten hin, wollte seine Zähne in das Fleisch, dieses köstliche, verbotene Fleisch graben. Aber er rührte sich nicht. »Wie könnt ihr mir das antun?« flüsterte er heiser. Das Lächeln schwand aus Jan Freitags Gesicht wie die Farbe aus einem toten Fisch. »Wir dachten, wir machen dir eine Freude, wenn du wüsstest, wie schwierig es war, dieses Ding aufzutreiben, dann...« »Stopp!« fuhr ihm Samson über den Mund. »Ich will gar nichts davon wissen. Eigentlich müsste ich jetzt die Polizei rufen und euch anzeigen. Ich mache mich schon strafbar dadurch, dass ich hier tatenlos rumstehe. Ich muss sofort los. Jeder an seinem Platz.« Und wie es weitergeht mit Samson und seinen Eltern und dem Gänsebraten, das erfahren Sie, wenn Sie das Buch lesen.